Wenn man auch ganz leise ist, entdeckt man manchmal Tiere und auch manchmal sieht man Bäume, die man davor noch nicht gesehen hat. Da mussten wir ganz leise sein und haben auch einen Stift bekommen. Und da haben wir dann so gehört. Und das mussten wir dann aufmalen. Kuckuck! Kommt zu mir! So, wir wollen ja ein bisschen Vielfalt erleben. Da begeben wir uns mal in das Reich der Wildkräuter und Heilkräuter. Wie ihr wisst, haben wir heute auch noch vor, leckeren Kräuterquark zu machen. Und dazu brauchen wir Wildkräuter. Such doch mal. Übrigens Tipp, Brennnessel. Immer die zarten Blätter nehmen und die Spitzen oben abzupfen. Das passiert euch nämlich auch nicht. Such mal ein bisschen am Rand, dass die ganze Wurm drauf umgetreten ist. Genau, kannst du hier die Blätter nehmen. Waldmeister, Brennnessel. Da war auch noch Bärlauch dabei. Und Rinzeblümchen. Und Kirsch. Ach, Kirsch. Damit haben wir Kräuterquark gemacht und ich habe auch eine Goldnisse gefunden. Die Frage wird mir oft gestellt, wieso heißt die Fuchsfarm eigentlich Fuchsfarm? Also nein, wir haben ja keine Fuchszüchte, aber man sagt, bis Ende der 16 Jahren sind hier tatsächlich Füchse, Silberfüchse zur Pelzgewinnung gezüchtet worden. Und die Fuchsfarm als solches ist auch ein Erbstück einer alten Dame, die praktisch der Stadt vererbt hat mit der Maßgabe, Stadtkindern Natur darzulegen. Und ich denke, diesen Auftrag erfüllen wir und versuchen ihn immer auch spielerisch zu erfüllen. Das heißt nicht mit den gehobenen Zeigefinger. Wir wollen hier keine Schule sein, sondern wir wollen hier einfach auf spielerische Art und Weise den Interessenten, den Nutzern Natur darlegen. Wie nennt man sowas, wo kleine Bäumchen aufwachsen? Habt ihr das schon mal gehört? Die kleinen Samen gehen auch so ähnlich wie die Schüler in die Schule. Wie heißt das? Baumschule. Genau, die Baumschule. Und ihr seid jetzt sozusagen unsere Baumschüler. Wir brauchen jetzt drei Gruppen und wir haben hier auch drei verschiedene Arten von Samen. Einmal Eicheln. Die Ute hat die Bucheckern. Die sind von welchem Baum? Buche. Genau, und ich habe hier noch Kastanien. Von Kastanienbaum. Von der ihr bleibt mal im Kreis stehen. Und wir gehen jetzt mal rum und dann nimmt sich jetzt jeder einen Samen raus. Es stand halt jetzt der Tag der Vielfalt an, haben wir überlegt, was können wir da machen. Und wir wollten halt was machen, was hier oben auch auf der Fuchsfarm dann verankert wird sozusagen, also den Sprung vom Wald auf die Fuchsfarm. Und haben wir gedacht, wir können mit so einer Baumschule halt die Vielfalt hier auf der Fuchsfarm auch deutlich zeigen. Da können die Kinder auch selber Hand anlegen. Und dann hoffen wir, dass halt die Bäume aufgehen. Und dann, wenn die wirklich eine gewisse Höhe erreicht haben, werden die dann ausgegraben und dann auch mit Kindern in den Wald gebracht. Hier gefällt es mir auch gut, hier auf der Fuchsfarm hier oben. Und wir sind ja auch ganz schön lange gelaufen. Jetzt machen wir Knüppelbrot. Muss man nur den Teig drum wickeln und dann über die Asche. Man kann hier auch viele Sachen machen, weil man sich hier richtig austoben kann und spielen kann. Zum Beispiel an den großen Tafeln lesen und da hinten an den Holzblöcken Musik machen. Ich möchte einfach den Kindern so ein bisschen aus dieser technisierten Welt raushelfen, dass die auch noch ein bisschen mal Gefühl für unsere Umwelt kriegen oder haben und entwickeln. Das ist ganz schwer. Ja, die kennen alle Computer und die kennen
die ganze Technik, aber die kennen kein Leberblümchen und kein Buschwindröschen, wenn man es ihnen nicht beibringt. Mein Anliegen ist eben auch, dass sie ihre Eltern mal animieren und mal sagen, ich gehe sonntags mal in den Steiger und wir wandern da mal. Und das sind die stolz. Wenn die dann gewisse Pflanzen kennen, gewisse Bäume kennen und sie gehen dann mit ihren Eltern, die wissen das nicht. Wir haben eine Schlange gefunden. Eine Ringelnatter, komm ich mal bitte schnell mit. Sehe ja gar keiner.